So, herzlich willkommen zu Part Nummer 9 und wir gehen jetzt ins nächste Level, beziehungsweise, ja, ich meine in den nächsten Level natürlich, beziehungsweise also in Level 10. Level 10, Part 9. Damit euch so eine kleine Übersicht verschafft, wo sind wir überhaupt, ja. Und jetzt sehen wir unter uns nicht mehr die Erde, sondern irgendwas anderes. Das könnte der Mars sein, aber da bin ich mir nicht so sicher und es wird schwer. Es wird auf jeden Fall schwer. Und diesen Anfang, ist das nicht der gleiche Anfang, den wir schon mal früher hatten? Naja, was soll's. Level 10 ist dann das gleiche wie Level 1? Nein, das wäre ja zu geil, wenn man jetzt als Level 10 nochmal Level 1 spielt. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich weiß nicht, ist es einfacher... Also in diesen einen Scheißatom da unten komme ich nicht mit dem Stein ran, das weiß ich. Ja, guck mal, der schafft das ja niemals so. Ob es eine Holzkugel hochschaffen würde, weiß ich auch nicht, aber... Hä, sag mal, bin ich blöd? Das hatten wir doch schon hier alles. Das sind ja jetzt hier keine neuen Elemente, Mensch. So, jetzt kann ich zurück, nämlich gehen. Und jetzt kann ich doch nicht mit Holzkugel, das ist egal. Jetzt komme ich da nämlich hoch. Mit der Holzkugel schaffe ich das nämlich nicht. Also ist alles... Upsala. Alles ganz richtig gemacht. Alter. Level 10, Leute. Das wird echt... Das kann nur richtig schwer werden. Also so richtig schwer. Das kann nur richtig, richtig schwer werden. Warte mal. Weißt du, was ich glaube? Dass das hier unmöglich zu schaffen ist. Dafür brauche ich eine Steinkugel. Und die kann ich mir hier hoffentlich gleich irgendwo holen. Ich hoffe, jetzt hier kann ich mir einen Steinkugel... Ja, gut. Ein Glück. Weil das schafft man nicht mit Holz. Naja. So. Oh. Gott, das ist... Wie, aufs immer wieder aufs neue Schockmoment. Guckt euch an, was das Ding einfach nur für übelste Kraft hat. So, jetzt hole ich mir hier wieder meine... Ne, geht gar nicht. Warum waren da jetzt Leitplanken und sonst nicht? Verstehe ich nicht. Entweder gar keine oder immer. Das verstehe ich nicht. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Puh. Fresse halten, was anderes geht nicht. Das Spiel erfordert eine unheimliche Konzentration. Bong. Ich weiß nicht, was das Ding soll. Ich weiß nicht, was das hier für einen Sinn hat. So, mit einer Steinkugel komme ich nicht über die Dinger. Na komm. So, jetzt. Nee, schafft er nicht. Schafft er nicht. Hier sollte er schaffen und dann kann ich da unten wahrscheinlich eine Holzkugel sammeln, genau. Leute, ich muss gegenhalten, sonst fährt er zu schnell. Ich bin gerade eben schon fast rausgeflogen, habt ihr ja gesehen. Aber, na gut, ich habe so eine unheimliche gute Kontrolle über dieses Spiel, dass das mir nicht passiert. So, bisher sieht das wunderbar aus. Ich habe noch nicht ein Leben verloren, aber es war auch noch nicht so schwer, fand ich, wie manche Elemente in Level 9. So, jetzt schaffe ich es auch da drüben. Und dann da oben kriege ich eine Papierkugel und kann dann durch die Mitte. Also das ist echt, man fährt 30, man verschwendet 2 Minuten nur dadurch, dass man 3,5 Meter weiterkommt. Ey, das ist echt so.
Naja. So, ab geht's runter. Guck mal, die rollt gar nicht von alleine. Dafür ist sie viel zu leicht. Die bleibt da einfach drauf liegen. So. Checkpoint reached. Also, das hätten wir dann auch schon mal. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt hin soll. Also hier bin ich schon mal mit der Papierkugel richtig, weil hier kommt man ja gar nicht mit einem mit einer Holzkugel hin. Gut, und jetzt muss ich wieder zurück, weil das Ding kriege ich ja nicht umgestoßen mit einer. So. Dieser Sack stoßt mich einfach runter, also das weiß ich. Da der nimmt keine Rücksicht, also die Steinkugel ist da eher andersrum, aber... So, super. Guck mal, dann hätten wir das auch schon mal. Aber demnächst, also wenn ich jetzt nochmal das machen müsste, wären mir die Atome da egal, dann würde ich direkt zur Holzkugel greifen, sozusagen. Dann würde ich das Ganze nicht nochmal mit einer Papierkugel spielen. Ich wusste jetzt nicht genau, ja, soll man da jetzt mit einer Papierkugel hin oder mit einer Steinkugel? Mit einer Holzkugel. Natürlich, Steinkugel. Puh, durchatmen, durchatmen. Nutzt jede Gelegenheit in diesem Spiel, um durchzuatmen, ich sag's euch. Aber ich falle jetzt nicht mehr auf diese tückischen Fallen rein. Das ist auf jeden Fall... Oh, ich roll hier ganz locker runter, Leute, da gehe ich auch kein Risiko ein. Das ist mir dann aber auch wirklich so egal. Das ist mir zu blöd, wenn ich jetzt noch einen Unfall bauen sollte. Also das, nee, das nee. Nein, nein, nein und nochmals nein. nein. Gut, klingt schwul, ne? Ich mach's nochmal. Nein. So. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. Schon mal. Hui, und ab geht's. Weiter. Wow. Hey. Ja. Boah, 4 Leben, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, geilo. Geilo. Was ist das denn? Das ist schief. Das geht wohl nur mit einer Papierkugel. So, wo soll ich jetzt hin? Ich gehe mal hier rauf. Oh, mein Gott, aber dann, guck mal, wenn ich denn so weit komme, dann ist das aber auch alles wirklich mit Glück verbunden. Nee, jetzt, guck mal, ich habe die Sicht gewechselt und bin auf der Taste nach rechts, einfach, habe sie einfach gedrückt gehalten, ne? Schade, ich wollte zurück und dieses Extra-Leben holen. Wisst ihr, was da vorhin war? Und dann hätte ich ja wieder 4 gehabt, also... Egal. Diesmal bin ich nicht so blöd und mache die gleichen Fehler. So. Nein! Nein! Oh, jetzt verhaue ich alles auf einmal. Scheiß doch auf diese blöden Atome. Mann, kack doch auf diese blöden Atome, ey. Oh Gott, ey. Schade, das sah richtig gut aus. Ich hatte alle 4 Leben und war übelst weit. Schade, dass ich jetzt doch das alles so verreiert habe. Das ist sehr ärgerlich, finde ich. So, egal, wo es jetzt weitergeht, das ist so alles egal. Aber gut, wenn ich jetzt ein extra Leben verhauen habe, ist es natürlich ärgerlich, aber
Ich will einfach dieses blöde Level schaffen. Oder auf den ersten Versuch vielleicht, wenn es geht. Also das ist natürlich... So. Gut, da muss ich... nein, nein, nein! Oh Mann, darf ich weinen? Darf ich heulen? Da fehlen mir die Worte. Nur dumme Fehler. Nur dumme Fehler. Drei Leben einfach so in die Mülltonne geworfen. Ist wie Geld, also man kann Geld ausgeben für nützliche Sachen im Leben, aber man kann es auch in die Mülltonne werfen. Und genauso ist das mit diesem Leben. Ich habe dieses nützliche Geld einfach in die Mülltonne geworfen. So, ich gehe mal den anderen Fick. Vielleicht sind da ja... Weiß man ja nicht. So, Atome sind mir inzwischen scheißegal. Also nicht egal, sondern scheißegal, weil Atome bringen gar nichts. Die bringen nur Punkte. Und der Highscore-Platz ist mir so schnurzpiepen, Alter. So, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Das mache ich nicht. Da springe ich nicht rüber. Das kostet... Und da vielleicht spare ich da 20 Sekunden. Und für die 20 Sekunden fahre ich jetzt hier auch gerne längs. Hätte sein können, dass da ein extra Leben oder so ist. Weil das ist natürlich... Das will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Also, nochmal das Ganze. Gott, wie kann man an solchen Stellen abschmieren, denke ich da nur so, ne? Wie kann man an solchen Stellen nur abschmieren? Wie kann man da sein Leben lassen? Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Das Spiel macht einen verrückt. Leute, lasst die Finger von Balance. Nein. Also wenn ihr gerne mit euren Nerven spielt, dann viel Spaß, ja, aber... Sonst geht das wirklich nicht. Das ist echt der Hammer, das Spiel. Also das ist... Ohne Scheiß, das spielt mit euren Nerven. Oh Gott. Halte immer schön die Balance. Ja, nicht die Balance, sondern die Balance. Aber das Spiel heißt... Nee, warte, ich habe glaube ich gerade wieder die ganzen Male Balance gesagt, ne? Oh, ich bin so ein Idiot. Balance. Balance spielt mit euren Nerven, wie ihr es Bock hat. Hep. So. Jat fällt. Nö. Der Atom ist mir dafür zu blöd. Na gut, das kann ich ja noch einsammeln, das kostet mir jetzt ja nicht irgendwie mit Umständen Leben. Oh, Alter. Aber Schiene ist ja nicht so schwer, da muss man ja nur halbwegs langsam durchfahren und dann schmiert man das schon nicht ab. Also dann muss man sich auch schon relativ blöd anstellen, wenn man da abschmieren möchte. Nee, das geht nicht. Oh, zwei Dinger doch. So, ich glaube... Ah, nee. Ich glaube, das ist mir jetzt mal aufgefallen, wenn die Bongos kommen, dann ist das das Letzte. Also, der letzte Checkpoint vor Levelende. Ja. Das ist es. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, so. Und man, ich denke mal Bongos her und dann so... Ja, aber das ist ja noch gar nicht Ende. Ich habe immer gedacht, die kommen nur kurz vor dem Ende, wirklich. Ich glaube, vor dem letzten... Willst du mich eigentlich veräppeln? Dafür kann ich nur einen Stein gebrauchen. Der Rest ist zu schwach. So. Transformation zu einem Stein. Das Holz zerfettert. Zerfetzt. Oh. Was mache ich hier eigentlich?
stoß das mal einfach alles runter. Oder was sagt ihr? Einfach alles mal runterstoßen, ne? Für was kann ich das sonst noch gebrauchen? So, fertig. Ja, für manche Sachen brauche ich hier dicke eine Papierkugel, damit ich das schaffe. Deswegen hole ich mir mal hier erstmal eine Papierkugel. Und da ist ein extra Leben, yes! Ganz, ganz wichtig, damit ich dieses blöde 10. Level schaffe. Ganz, ganz wichtig. Oh, geil. Geilo. Papierkugel ist am besten irgendwie. Zwar hat die andere am meisten Kraft, aber es ist einfach dort die geilste. Und hier brauche ich doch dann die Holzkugel. Das gerade mit dem Wegschieben, das war gar nicht so einfach, wie es aussah, glaube ich. Weil du musst erstmal die ganze Scheiße wegschieben können, ohne dass du selber dabei drauf gehst, weil du dich dann selber manchmal so ein bisschen wegschiebst oder halt die Sachen so wegschieben musst, dass du dich selber hammerkrass in Gefahr begibst. Und das ist nicht so einfach. Gut. Ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt wieder ganz umkehren, damit ich eine Papierkugel kriege, aber anscheinend wohl doch nicht. Und jetzt ist das Level langsam denn doch geschafft. Yay! Puh, Leute, Level 10 geschafft auf dem ersten Versuch. Also ich habe zweimal bisher gefailt, glaube ich, bei einem Level 5 oder 6 oder 4 oder keine Ahnung, ist aber auch egal. Und Level 9, aber Level 10 denn doch. Gut durchstanden, gut geschafft. Ordentlich Punkte gesammelt. 3004, das geht ja noch. Und mal sehen, welcher Platz ich damit bin. Ja, Platz 4 wieder. Ja, das ist doch ganz ordentlich. Supi. Dann verbleiben wir erstmal mit einem geschafften Level 10 in diesem Part Numero. Lass mich überlegen. Nummer 9, ne? Ja, denke ich schon. Wenn ich was Falsches sage, dann ja, schlagt mich oder schreibt es in die Kommentare. Nein, sollte Part 9 sein. Ja, bis dann würde ich sagen, nee.